Willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wir können den Käfer ein weiteres Mal upgraden. Ja, ich habe jetzt endlich mal die Äonenblumen gesammelt. Obwohl, was heißt endlich mal? Ich glaube, das haben wir im letzten Part erst gesehen, dass wir den nochmal upgraden können. Also, hier ist er, der Kraftkäfer. Er kann viel länger fliegen als ein alter Käfer. Nun kannst du auch Orte, die weiter entfernt sind, erforschen. Sehr nice. Das ist die Maximalstufe des Käfers. Hierfür brauchen wir halt noch Finsteralbmonde und einen Monsterhorn. Und als nächstes würde ich dann die Bombentasche upgraden. Dafür brauchte ich jetzt noch einen Eidechsenschwanz, den ich aber nicht holen wollte, weil einfach gerade kein Bock, dann nochmal durch den Vulkan Eldin zu laufen. Denn ich denke, da werden wir sowieso als nächstes dann hingehen müssen. Also können wir das da dann auch einfach abholen und gut ist. So, wo ist er? Hier. Gruß! Moin! Hast du schon eine Spur von Zelda? Ich muss dir etwas gestehen, um so stark zu werden wie du, trainiere ich seit kurzem jede Nacht und stille meinen Körper. Also ja, das ist mir zwar ein wenig peinlich, aber komm ruhig mal nachts in mein Zimmer, wenn du mich trainieren sehen möchtest. Okay. Ja, das ist dann die zweite Nachtquest schon. Also, würde ich sagen, machen wir uns mal auf und gehen eine Runde pennen. Denn, ihr erinnert euch, ein Mann hat uns berichtet, dass er nachts die Stimme einer Frau hört. Hier in der Ritterschule. Dem müssen wir auch noch nachgehen. Gut, dann pennen wir mal bis nachts. Dass man sich einfach überall Knacken legen kann, ist so witzig. Alles klar. Und hier ist er. Uff, wie erbärmlich. Aber, na gut. 5, 6, 7. Oh, Felix. Guten Abend. Was ich hier mache? Ich trainiere, wie du sehen kannst. Ich kann nicht einmal ein einziges Fass tragen. Das will ich ändern. Ich wäre gern ein bisschen stärker. Aber das Ganze ist mir peinlich, verstehst du? Deswegen trainiere ich nachts, wenn mich keiner sieht. Das nützt alles nichts. Ich bin so erschöpft. Ich glaube, ich gebe auf. Ey, nee, jetzt sag aber nicht, dass er jetzt so eine Ausdauermedizin haben will. Hätte ich einen Trank der Ausdauer... Ach, komm, ey. Aber er will nicht die aufgepimpte Version, ne? Er will nur einen normalen Trank. Hoffe ich einfach mal. Und da ist es. Oh, bitte hört mich jemand. Oh, Papier. Bitte irgendjemand Papier. Bitte Papier. Welches Papier ist egal? Das hatte ich zum Glück. Ich glaube nur einmal, dass ich kacken war und dann hatte ich kein Papier. Ja, das ist ziemlich scheiße. Im wahrsten Sinne. Aber ich musste zum Glück nur ein paar Meter laufen, halt im Bad und neues Papier dann anbringen. Aber es war zum Glück noch was da. Ja. Wir kommen immer noch nicht in Zeldas Zimmer rein. Ich meine aber, wenn... Kommen wir nicht ins Bad? Na gut, kommen wir denn in Gironas Zimmer? Tun wir? Hallo, moin.
eine Unverschämtheit, sich mitten in der Nacht ins Zimmer einer Dame zu schleichen. Ich will jetzt baden. Hättest du also die Güte, aus meinem Zimmer zu verschwinden, Felix? Allerdings scheint das Bad im Moment noch besetzt zu sein. Er braucht da drin nur so lange. Zum... Ist nur durch Trennwände abgesperrt? Okay. Und hier, was ist hier so drin? Du solltest besser nicht in anderer Leute Schränke stürmen. Vor allem nicht, wenn die direkt daneben stehen. Ja gut. Ich glaube, die Quest unten können wir nicht abschließen. Zumindest jetzt nicht. Ich meine, wir müssen dann mit jemandem noch reden und bla bla bla. Wie dem auch sei. Wir werden auf jeden Fall jetzt nochmal bis morgens knacken gehen. Das finde ich ein bisschen shit gelöst irgendwie. Weil du musst quasi... Du musst erst beide Sachen triggern. Dass du... ist hier noch was drin? 5 Rubine. Ja, alles klar. Du musst erst beide Sachen triggern, damit du die Möglichkeit hast, ihn hier anzutreffen und den Trank auch zu holen. Außer du weißt halt vorher, okay, der will einen Trank, den hole ich mir direkt. Ach, gebe ich ihn ihr? Gebe ich ihn ihr nicht? Felix, schleich dich gefälligst nicht so an. Ich muss dir etwas sehr Wichtiges nach... Ich muss hier über etwas sehr Wichtiges nachdenken, also schwer ab. Ich helfe dir, Bro, was ist los? Wirklich? Ich brauche deine Hilfe nicht, aber... Vielleicht bist du genau der Richtige. Du scheinst zu wissen, wie man mit Frauen redet. So sehr ich es hasse, das zuzugeben. Gut, so machen wir es. Ich habe einen Auftrag für dich. Du darfst dich geehrt fühlen. Nee. Tue ich nicht, aber gut. Bring dieses Papier zu ihr. Dieses Papier ist wichtig. Du musst es ihr unbedingt geben. Warum schaust du zum Klo? Was? Da ist nachts jemand, der Papier will? Was quatschst du da? Das ist nicht einfach Papier, das ist ein Brief. In jedem einzelnen Buchstaben steckt mein Herzblut. Denk nicht mal im Traum daran, ihn als Klopapier zu benutzen. Gib diesen Brief einer Schülerin aus der Oberstufe. Sie heißt Geruna. Du weißt doch, wen ich meine. Sie trägt diese runde Mütze. Sie ist ja so hübsch, so süß. Auf gar keinen Fall gibst du diesen Brief diesen Verrückten auf dem Klo, schwör's. Vertrau dir meinen Brief an. Und wehe, du liest auch nur ein Wort. Du hast Drax Brief in Verwahrung genommen. Darin stehen viele persönliche Dinge. Pass auf, dass er nicht irgendwo als Schmierpapier endet. Na dann, Felix, wenn du eine Sache gut machst, darfst du mein Handlanger werden. Und jetzt ab mit dir. Ich weiß nicht, ob man die Quest verkacken kann. Aber ich glaube nicht. Denn meines Wissens nach, kann auch falsch sein, keine Ahnung, gibt es ein Herzteil dafür, wenn man diesen Brief als Klopapier abliefert. Und ich meine, ein Herzteil, als ob man das irgendwie verkacken kann. Also, das wäre schon ein bisschen hart. Wobei ich kann mir auch vorstellen, dass Geruna dann so meint, nee, nimm den Brief zurück. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde das probieren. Auch wenn es risky ist. Ich werde das probieren. Und vorher werde ich aber abspeichern. Nicht, dass ich dann irgendwie das Herzteil verkackt habe. Wenn es überhaupt ein Herzteil ist. Ich glaube, es ist ein Herzteil, wie gesagt. Also, Ausdauertrank haben wir. Hier jetzt den Brief, den haben wir auch. Also gehen wir hier zur Statue. Speichern ab. Speichern hier oben. Und weiter geht's. So.
Ist Girona denn hier überhaupt tagsüber anzutreffen? Hallo? Nö. Okay, ich hab... Gut, dann machen wir es richtig Perverses und pennen hier einfach in ihrem Bett. Nein, nicht bis... Ja, das gefällt dir, Link, ne? Du krankes Schwein, du. Funktioniert wieder gut. Die Steuerung. Wunderbar. Besser kann's nicht laufen. So, hallo. Eine Unverschämtheit. Was denn? Ich wollte doch nur, aber ich hab doch nur ein bisschen gepennt. Du willst reden? Hat das nicht Zeit bis morgen? Seriously? Du nimmst jetzt den hässlichen Brief. Was ist er? Ach, da. Da ist er. Hoffentlich endet er nicht als Klopapier. Ja, ich weiß halt nicht, wo das dann sie, wo sie ist. Weißt du? Ich würde dir halt gerne mal den Brief geben, weil ich das als Kiddie nie gemacht habe. Ich glaube, ich habe das Spiel zweimal gespielt. Und was eine Seltenheit bei mir ist. Also ich spiele eigentlich ungerne zweimal. Und selbiges gilt für Filme. Ich schaue die auch ungerne zweimal. Da kann man direkt schon sehen, dass es eins meiner Lieblingsspiele ist. Und ich habe beide Male habe ich den Brief instant dem Klogeist gegeben. Wo ist Girona denn? Ich glaube, das ist absichtlich so gemacht. Ich glaube, man kann ihr den gar nicht geben. Oder? Kannst du mir sagen, wo Girona ist? Ja, Zelda wird ganz bestimmt nach Hause kommen. Ja, toll. Es juckt mich gerade nicht. Wo ist Girona? Mann, wo ist die? Ist sie hier? Lernt sie? Ach, guck mal. Da ist sie. Ach, wie mache ich Coco nur auf mich aufmerksam? Oh, oh, oh. Hallo, Felix. Was willst du? Hast du mich etwa gerade gehört? Sie steht auf jemand anderen. Ja, komm, hier, Brief. Vielleicht von Coco? Nee. Danke. Von wem ist er? So, die Handschrift ist sehr krackelig. Aber egal, mal sehen, was da steht. Meine Liebe für dich ist weiter als der Himmel und so stark wie ein Sturm. Ich möchte, dass du meine Freundin wirst, dein Ritter Rax. Rax treibt er sich nicht immer mit Bardo herum? Dieser Liebesbrief, er ist von eben diesem Rax. Ach du liebe Güte. Aber der Brief ist so schön, so voller Gefühl. Vielleicht sollte ich mich wirklich mit Rax verabreden. Okay, ich dachte gerade schon. Was rede ich da? Was würde wohl Coco denken, wenn er davon wüsste? Okay. Danke, dass du mir einen Brief gebracht hast. Okay. Man kann ihr das Dingen tatsächlich geben. Nur bringen tut's nichts. Alles klar. Schön.
5, 6, 7. Ah, ist das ein Ausdauertrank? Ja, hier bitte. Was? Wirklich? Danke. Ja, die Müdigkeit verschwindet. Aber schaffe ich es jemals so stark zu werden wie du? Das liegt an dir, ne? Ja, genau so ist es. Ich muss mich nur mächtig anstrengen. Ich sollte nicht nur jammern, sondern die Sache einfach angehen. Richtig. Ich trainiere weiter. Komm bald wieder und dann sieh dir an, was ich erreicht habe. Na gut. Können wir jetzt nochmal... Moment. In seinen Schrank schauen wir natürlich auch nochmal. Oh, Moment. Können wir nochmal mit ihm reden? Will er nochmal einen Trank? Ah, ich werde alles geben. Komm bald wieder. Ah. Ja, okay. Warum war dann so eine Sprechblase? Naja, was soll's. Wo ist Rax? Hier. Ist er auch hier drin? Nee, hier ist nur Stroh, ne? Ah, Felix, hast du was Neues? Wolkenhirschkäfer, Pyro-Riesenkäfer und Magmarinenkäfer. Nö, nö. Die behalte ich schon. Ich will bis morgens pennen. Und Rax dann erzählen, dass wir den Brief überbracht haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie schlecht ist, wenn wir... Ah, ja, da ist er. Guck mal. Was? Du hast Geruna meinen Brief gegeben? Und was jetzt? Was mache ich jetzt? Ich muss sie wohl um eine Antwort bitten, aber das ist so peinlich. Ja, okay. Es bringt nichts. Es bringt absolut nichts. Es bringt nur was, den Brief als Klopapier abzuliefern. Bis nachts. So. Dann schauen wir noch mal kurz bei Gruß vorbei. Ja, doch. Wir schauen noch mal kurz bei Gruß vorbei. Der ist ja direkt drüben. Der will ja wahrscheinlich jetzt noch mal einen, ne? Ja, ja, direkt über 50, ne? Ja, klar. Ich habe weiter trainiert, aber ich komme irgendwie nicht voran. Sag mal, hast du vielleicht noch einen? Nein, nein. Ich darf mich nicht immer nur auf andere verlassen. Ich werde es allein schaffen. Nein, wirst du nicht. Und ich bringe dir einen. Kein Problem. Na gut. Aber jetzt... Jetzt bringen wir das Klopapier vorbei. Hä? Was? Kann man es tatsächlich verkacken? Okay, ich weiß nicht, ob man das... Bis zum Teufel? Du hast ein Juwel der Güte erhalten. Okay. Hängt da auch eins? Nein. Na gut. Dann gehen wir mal raus. Gehen zur Statue. Gehen abspeichern. Okay, ich habe nur kurz geschaut, ob hier... War da oben eins oder was? Was habe ich da gesehen? Ne, wahrscheinlich nur ein Fenster, ne? Ich habe nur kurz geschaut, ob hier noch irgendwo ein Juwel der Güte ist. Und wir gehen abspeichern auf den zweiten... Und... Ach so, speichern und beenden muss man direkt. Ja, super. Speichern. Ja, beenden. Alles klar. Dann gehen wir mal hier zu dem Speicherstand.
Jetzt müssen wir groß wieder so einen hässlichen Trank bringen, ne? Ja, gut, dann... Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Wir werden ein... Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich oben lang gegangen bin. Ziemlich dämlich. Naja. Was soll's? Gehen wir hier rein. Pennen wir bis nachts. Und geben wir ihm nochmal den Trank. Ja, bitteschön. So. Ja, klar. Klar, warum nicht? Ich hätte auf klar drücken müssen, nicht spacken, ne? Um die neue Textbox zu sehen. Das wäre die Gelegenheit gewesen. Aber naja, was soll's. Ah, Papier. Ich mach die Tür auf. Komm rein. Hallo? Hier ist niemand. Was zum... Oh, Papier, bitte. Ja, okay. Dann nimm halt. Das sieht aus wie ein Brief. Ja, bitteschön. Clotilde. Danke, ich werde es ganz behutsam verwenden, aber ich bin eine Dame, also frag nicht wofür. Okay. Na gut. Bis dann. In diesem Brief hat Rax sein ganzes Herz ausgeschüttet. Du hast ihn abgeliefert, aber... Ja gut, ich weiß nicht, was das Ganze bringt. Aber spielen wir einfach mal mit dem Klopapier-Speicherstand weiter. Und schauen dann, was das so bringt. Gut, jetzt werden wir aber... Gruß nochmal einen Trank liefern. Dann machen wir aber wirklich weiter. Yo, Rax, ne? Sorry, Bro, aber... Felix, hast du mal einen Brief gegeben? Ja, also, das war so... Was, den nimmt Verrückten auf dem Klo? Aber ich hab dir gesagt, dass... Aber... Leute wie du, der liebe andere im Weg stehen, sollten von einem Vogel getreten werden. Bin ab jetzt nicht mehr dein Freund. Oh, wie ich dich hasse! Ist das geil, ey. Ja, komm, sie stand sowieso nicht auf dich. Ich hab dir doch nur die Peinlichkeit erspart. Mensch. Ach, der arme Rax. Nun gut. Was soll's. Nehmen wir noch einen weiteren Ausdauertrank. Und bringen den zu Gruß. Du hast einen Ausdauertrank erhalten. Geil. Ja. So ist das mit der Liebe, ne?
quasi genauso wie mit einem Furz. Wenn man es erzwingen muss, kommt wahrscheinlich noch Scheiße raus. Weisheit mit Fellow, Alter. Let's go. Oh Mann. So. Bis nachts. Ja, groß. Was geht? Ja, schon gut trainiert, ja. Ja, ich habe trainiert, aber ich bin wieder so schlapp. Ah, das ist ein Ausdauertrank. Ja, bitte. Yo, danke, Bro. Ja, jetzt fühle ich mich wie neu geboren. Manchmal mache ich mir Sorgen, wird das ewig so weitergehen? Wie lange muss ich noch weitermachen, bis ich stark werde? Was denkst du? Viele Liegestütze muss ich wohl noch machen. 1000 wahrscheinlich, ne? So viele? Der Weg zur Stärke scheint mir steil und steinig zu sein. Ist alles klar, ich werde stark sein. Komm bald wieder und sieh dir an, was ich erreicht habe. Dann laden wir... Was zum Teufel? Okay, dann laden wir nochmal neu rein. Ach so. Ja, okay. Na gut, dann müssen wir halt wann anders nochmal vorbeikommen. Dann werden wir jetzt... Ja, und es muss sein, noch eine weitere Nebenmission machen. Ich weiß. Langweilig. Ihr wollt wahrscheinlich Story sehen. Ja, aber ich möchte dieses Spiel zu 100% zocken. Deswegen müssen auch die Nebenquests sein. Hallo, was ist? Such mich nachts in meinem Zimmer. Okay. Aber... Einem muss das nicht peinlich sein, wenn man schwach ist. Zumindest nicht, wenn man schwach ist und trainieren möchte. Weil es sollte einem eher peinlich sein, wenn man schwach ist und nicht trainieren möchte. Ne? So, hallo, was soll der Scheiß? Bro! Zum Teufel? Beide Controller sind an. Okay, jetzt. Was ist das dann dauernd für ein Müll? Grüß dich, Felix. Wie geht's? Tut mir leid, aber in meinem Haus ist es ein bisschen schmutzig. Okay. Coco sagt immer, dass ich putzen soll, aber das mache ich doch so ungern. Willst du mir helfen? Ich werde mich natürlich erkenntlich zeigen. Ja, klar. Es freut mich. Du bist wirklich ein Prachtkerl. Der Besen? Ach, keine Ahnung, wo der ist. Kannst ja einen Staub einfach wegblasen mit Wind oder so. Wie du das machst, ist mir egal. Solange nur der Staub davonfliegt. Also, mach dich an die Arbeit, mein Junge. Was zum Teufel? Okay, naja. Einfach alles kaputt machen hier. So, gleich sieht's hier wieder wunderbar aus. So, da glänzt der Spiegel schön wieder, ne? Guck mal da. So, die Krüge machen wir auch noch kaputt. Bitteschön. Geht aufs Haus. Boah, ey, kannst du mal aufhören mit diesem komischen Geräusch?
So. So funktioniert das übrigens nicht. Dann kann ich den Staub einfach wegpusten. Der fällt hinterher einfach wieder auf den Boden. Und dann ist es wieder dreckig. Also probiert das nicht zu Hause. Schon wieder Weisheiten mit Fellow, Alter. Naja. Sieh an, du hast den Staub ganz beseitigt. Danke. Klasse, Felix. Jetzt fühle ich mich endlich wieder wohl in diesem Haus. Komm her, ich gebe dir eine Belohnung. Okay. Was ist los? Vielen Dank. Oh. 5 Juwelen der Güter haben wir bekommen. Und ich glaube, drauf kriegt man noch Rubine. Jawohl, 20 Stück. Muss einen roten Rubin erhalten. Wenn du Lust hast, kannst du ja gern wieder vorbeikommen. Du weißt ja, ich zahle gut. Aber Akoko darf das niemals erfahren, verstehst du? Wenn er herausfindet, dass ich dich fürs Putzen bezahle, ich mag gar nicht daran denken. Also kein Wort, ja? So, ist hier jetzt was drinne? Ja, okay. Na gut. Na, bis dann, ne? Tschüss. Gut, Leute, das war's auch schon. Also nicht mit dem Part, keine Sorge. Sondern mit der Nebenquest. Glaube ich zumindest. Ich glaube jetzt nicht, dass man sich da Juwelen der Güte erfarmen kann. Ach ja, genau. Er wollte ja noch einen Ausdauertrank haben. Der gierige Dreck, sagt er. Gut. Wir gehen aber erstmal in den Shop von Terry. Wo ist er? Ach, da! Ah, direkt über mir. So. In den Shop von Terry, denn ich habe mal wieder bei dem Minigame mitgemacht. Auf der Roulette-Insel. Schön Rubine erfarmt. Jetzt können wir uns die Herzmedaille, glaube ich, leisten. Die Tasche können wir nicht nehmen. Die kostet, glaube ich, 1200. Ja. Nee, nee. Oh, sehen Sie sich noch weiter um. Ja, ja. Dann nehme ich das Ding. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was er macht. Ha, probieren Sie es einfach aus. Ja. Ich nehme sie. Ich wüsste auch gerne, was die macht. Kriegt man dann einfach Herzen dazu? Moment mal. Ist das einfach nur ein weit... Ist das nur ein Herzcontainer? Weil wir hatten doch normalerweise... Wie viele sind das? 12 Herzen oder nicht? Ja, einen Moment, ich schau gleich mal. Wir gehen nochmal zum Lager, lagern das Ding ein. Hallo. Willkommen im Itemlager. Ah, du bist's. Ja. Ich. Du bist so anders irgendwie. Das glaube ich nicht, oder doch? Es ist nicht so, dass ich jetzt ganz aus dem Häuschen wäre oder so. Also oft wie du jetzt bereits bei mir warst, bist du eben schon mehr als ein normaler Kunde für mich. Ich. Was sage ich da? Entschuldige bitte, ich bin neben der Spur. Also, du bist ja bestimmt hier, um das Itemlager zu nutzen, oder? Nein, nur für dich bin ich hier. Also wirklich. Nein. Ja, ich will das Itemlager nutzen. Und pack das Ding dann wieder weg. Und tatsächlich, das... Zählt als Herzcontainer? Alles klar.
Ja, gut. Tschüss. Aber ich glaube nicht, dass wir das Ding mitnehmen werden. Ich wollte es einfach nur kaufen, damit wir es haben. Weil ich möchte da alles leer kaufen. Ich weiß nicht, ob es hinterher dann nochmal ein neues Item gibt. Ja, weg damit. Ob es dann hinterher nochmal ein neues Item gibt, wenn wir alles von ihm gekauft haben. Aber wenn ja, dann ist das auf jeden Fall sinnvoll, dass wir alles leer kaufen. Und auch wenn nicht, ich spiele das zu 100%, ihr wisst das. Und da muss das einfach sein, alle Items zu haben. So. Dann gehen wir hier wieder in einen Raum von Gruß. Und pennen bis nachts. So. 55, 56. Wird so stark sein, dass... Dein Ernst? Ja, super. Ja, dann bis morgens. Dann bis morgens, Pen. Ach so, ich hab übrigens am Ende des letzten Parts hab ich gesehen, dass oben beim Wasserdrachen noch ein Artefakt der Göttin ist. Zum Glück habe ich die Kamera so positioniert, dass ich auf links so eine Draufsicht hatte. Oder dass ich halt frontal auf Link geschaut habe. Und dann habe ich, so, wenn das jetzt diese Quelle da war, dann habe ich da hinten bei der Fahne ungefähr, habe ich dann nochmal so ein Artefakt der Göttin gesehen. Halt nur bei der Quelle, beim Wasserdrachen, ne? Und da kommen wir allerdings noch nicht dran. Dafür brauchen wir immer noch ein Item, wo ich mich frage, wann kriegen wir das? Denn es ist ja kein Geheimnis, dass wir auch noch einen Bogen kriegen werden. Ja, kann ich ja schon mal so sagen. Es ist wirklich kein Geheimnis. Ich meine, die Pfeile sind sogar schon zum Verkauf, stehen die da schon bei dem Shop. Und ich frage mich, wann wir das Dingen kriegen werden. Oder war das... Okay, Moment. Sorry dafür, Leute. Das wird dann wahrscheinlich jetzt der Part der Nebenquests. Aber... Könnte vielleicht sein, dass der Bogen kein Item ist, was man bekommt. Also nicht, dass man den nicht aus dem Dungeon bekommt. Sondern, dass man den hier bekommt. Der Direktor hat mir erzählt, was passiert ist. Ja, bla bla bla. Man sagt, es sei ein uraltes Artefakt, welches nur vom auserwählten Helden geführt werden kann. Da du das Schwert trägst, kann ich mir schon denken, was das zu bedeuten hat. Hey Felix, ich kann nicht viel für dich tun, aber es gibt doch noch eine Sache, die ich dir zeigen kann. Und zwar die Kunst der Abwehr. Okay. Denk jedoch daran, dass du deine Verteidigung aufgibst, sobald du dein Schwert schwingst. Versuch dies als erstes. Okay. Wie? Du möchtest noch mehr wissen? Nee, lass mal. Ich konnte mich nur an eine Quest noch erinnern, aber... Kann auch sein, dass die nicht von ihm ist? Oder das... Vielleicht ist die erst... Ja, okay. Es kann sein, dass die erst freigeschaltet wird, wenn man den Bogen kriegt.
Na, dann ist der Bogen vielleicht doch ein Item, was man aus dem Dungeon bekommt. Na gut. Dann gehen wir mal zur Stätte der Lieder. Und schauen, was da so abgeht. Da wollte ich diesen Part hier ursprünglich beginnen. Nur ich konnte mich noch daran erinnern, dass hier was passiert. Und ich möchte nicht, dass es getriggert wird, wenn ich da gerade off-cam bin. Das wäre sehr shit. Beziehungsweise nicht in der Aufnahme, nicht off-cam. Dann da nicht in der Aufnahme bin und das Event dann getriggert wird, das wäre echt ein bisschen scheiße. Ne? Gut. Was ist hier drüben? Ich meine, ich weiß, was da später ist, glaube ich. Aber was ist hier jetzt? Da haben wir noch gar nicht nachgeschaut, was da ist. Deswegen will ich nachschauen. Hier ist nichts, na gut. Hier, das Ding können wir auf jeden Fall schon mal runterrollen. Okay. Da geht's runter. Da würden wir Bienen bekommen. Na gut, gehen wir mal hier runter. Könnte man auch reinkriechen. Okay. Ah, lass es doch. Okay, es gibt hier anscheinend noch nichts. Na gut. Oh, und den kann man auch beiseite rollen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Und dann könnt ihr euch ja mal überraschen lassen, was es hier so hinterher gibt. Wir werden jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal zur Stätte der Lieder gehen. Es gibt hier echt gar nichts, ne? Holy shit. Na gut. Wir werden zur Stätte Alida gehen und das nächste Lied erlernen. Ist das so ein Booster? Nee, man kann hier graben. Was zum... Ich weiß echt nicht mehr, was man bei diesen Löchern machen konnte. Aber irgendwas. Jetzt da auf jeden Fall noch geben. Obwohl. Ah. Ja, doch. Wenn ich da diese Insel so sehe, dann könnte es vielleicht etwas. Nein, und... Ja, okay. Da fällt er ganz normal runter, aber da das eine Mal, als ich mich da so droppen lassen habe, musste ich natürlich dann direkt gerettet werden von dieser Vogelreiterpatrouille da. In einem der früheren Parts war es, glaube ich. Da habe ich mich einfach so normal fallen lassen und bin nicht so gerannt und dann runtergesprungen. Und dann musste ich aufgefangen werden von dieser Vogelreiter, von so einem Vogelreiterschüler. Ja, was auch immer. Gebieter, ich habe dir was zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelsstrahl berührtest, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, hör nun die Botschaft der Göttin. Mich gerade gewundert,
wann ich das getan habe. Das war nämlich ganz automatisch, aber doch jetzt. Stimmt. Habe ich. Ich dachte gerade nur, das wäre ein Fehler im Spiel. Nein, ist es nicht. Gut. Sucher, der die heiligen Flammen sucht. Sucher der heiligen Flammen, lausche meinen Worten, ich werde dich von jenseits der Zeit führen. Noch zwei heilige Flammen fehlen dir, um sie zu finden, bedarf es der göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, dich ihrer würdig erweisen. Erfülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die heiligen Flammen erblicken. Nun nimm dieses Lied und begib dich in die Wüste Ranel, wo dich eine weitere Prüfung erwartet. Wir müssen nicht nach Eldin, sondern in die Wüste? Okay. Und stimmt, es gibt ja noch die Schätze, die man bekommt. Sehr schön. Dieses Lied heißt Nairus Weisheit, ein Lied der Weisheit, das dich führen wird, Gebieter. Du hast den Nairus Weisheit eingeprägt. Ja gut, aber ich finde, das Lied ist nicht so geil wie das von Farore. Mit der Aurasuche kannst du nun den Eingang zur Prüfung finden. Brich nun auf zur Wüste Ranel. Und ich gehe davon aus, dass wir da auch Ranel treffen werden? Aurasuche. Ja gut, das Dingen wird wahrscheinlich da sein. Wo wir eben noch nicht lang konnten, oder? Oh. Und ich muss mal kurz weg. Ein Moment, ich bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Entschuldigung dafür. Aber ich hatte mal eben etwas zu erledigen. Ist natürlich jetzt blöd, weil das so kurz vor Part Ende dann nochmal war. Aber wenn man mal schnell weg muss, kann man das nicht ändern. Dann ist das nochmal so. So, wo waren wir? Stimmt, ich hatte mich darüber gewundert, dass wir in die Wüste Ranel müssen und nicht zum Vulkan Eldin. Aber na gut, wenn es so sein soll. Dann ist das nun mal so. Ich denke, zum Abschluss können wir jetzt nochmal hier ein, zweimal das lustige Spielchen auf der Roulette-Insel machen. Also, wer keinen Bock darauf hat, bis zum nächsten Mal. Und alle, die sich das geben wollen, viel Spaß dabei, zu sehen, wie ich hier rumfaile. Na, oder vielleicht wird sogar was. Also beim letzten Mal habe ich es zweimal hintereinander geschafft, off-cam. Ist gar nicht mal so lang her ist. Das war noch als Vorbereitung auf diesen Part hier. Müsste vorhin irgendwann gewesen sein, sogar. Naja, was auch immer. Ich habe es auf jeden Fall zweimal hintereinander geschafft beim letzten Mal. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich das wiederholen kann.
also zweimal hintereinander 50 Rubine mit einem Multiplikator von 10. Also mal schauen. Multiplikator von 10 ist easy, denke ich mal. Das sollte man auf jeden Fall jedes Mal hinbekommen. Und tatsächlich, ich lande auf den 50 Rubinen. Wunderbar. Spektakulös, fabulär. In der Tat. Und ich würde gerne nochmal. Los geht's. Schauen wir mal, ob wir das nochmal hinbekommen. No, der war aber jetzt ein bisschen fies. Der Dodeballon, aber alles gut. Kriegen wir hin. Genauso wie den Multiplikator. Und die 50 Rubine sind in der Tasche. Oder 500 in dem Fall dann, ne? Huh. Mega sick. Ja, also man sieht auf jeden Fall, hier kann man richtig easy Rubine farmen. Mit ein wenig Geschick und mit ein wenig Glück kriegt man hier richtig fett Kohle raus. Na gut, dann würde ich sogar sagen, haben wir noch Zeit, um zu Terry zu fliegen und uns da die Abenteurertasche zu holen. Dann nichts wie hin da. Jo, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich denken, aber die kostet doch 1200. Das ist richtig. Deswegen werde ich hier jetzt nochmal bei dem Kürbisfeld landen. Und mir ein paar Rubine einsacken. Einer. Ja, komm, da muss jetzt aber ein bisschen mehr droppen, ne? Okay. Nur noch 11. Nur noch 9. Ja, nur noch 6. Komm, noch ein blauer. Und es fehlt nur noch sage und schreibe ein Rubin. Kriegen wir vielleicht... Jawoll. Schönes Ding. Damit können wir jetzt zu Terry und uns die Abenteurertasche gönnen. Da ist er. Und Glocke ist geläutet. Okay. Wollte nochmal nachschauen. Also, das Rubin, die Rubinmedaille bringt auf jeden Fall echt ziemlich gut was. Aber ist halt echt unnötig für den jetzigen Stand. Oh, er hat sogar ein Herzteil. Was soll das kosten? Sie haben ein gutes Auge. Schön, wie das glänzt, oder? Das habe ich hier in der Nähe gefunden. 1600 Rubine. Alles klar, Bro. Also, wie es scheint, wird unsere Rubintasche noch ziemlich fett geupgradet. Aber erstmal habe ich keine Kohle dafür.
und werde hier die Abenteurertasche kaufen. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Kriegen doch von ihm die größere Rubintasche, oder nicht? Hat er die jetzt schon? Nö. Na gut. Dann würde ich sagen, ich fülle für den nächsten Part, oder? Ist das überhaupt nötig? Nee, stimmt. Wir werden dann wahrscheinlich noch ein paar Kisten wieder übrig haben. Ein paar Artefaktkisten. Das heißt, im nächsten Part könnt ihr euch auf jeden Fall auf Ranell, also auf Wüsten-Action freuen. Ich werde mich dann schon mal zu dem Ort hinbegeben und vielleicht können wir dann auch richtig viele Artefaktkisten öffnen. Mal schauen, je nachdem, ob wir das Item bekommen, was wir dafür benötigen. Wie dem auch sei, ich bedanke mich fürs Zusehen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis demnächst und ciao.